Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Clash Royale. Und ja, der Ton ist ziemlich laut und heute machen wir zwei Kämpfe. Natürlich, ich spreche gerade nach, weil ich zu doof war. Und wir verbessern einmal den Ritter. Jetzt ist unser Ritter auf Level 3 und wir öffnen zwei, also Truhen, die man bekommt. Und ja, es sieht gut aus. Aber ich habe noch keine richtigen neuen guten Sachen bekommen. Und da habe ich nochmal WhatsApp bekommen. Ja, jetzt können wir nochmal den Bomber hier verbessern. Der ist jetzt auch auf Level 3. Und dann haben wir noch einen Kobold, den machen wir auch mal auf Level 2. Und auf jeden Fall wollte ich noch fragen, ob wir die Hexe oder den Bomber rausnehmen können. Weil sie sind ungefähr gleich stark und da lohnt es sich dann nicht richtig, ob man, ja, dass man dann beide richtig reinnimmt. Irgendwann verbessere ich mal den Kobolden auf Level 2. Bringt Level. Dann kämpfen wir mal eine Runde. So. Kobaltstation. Man muss immer sehr viel Mana sparen und hoffen, dass man einen Riesen bekommt, weil sonst hat man nicht so gute Chancen. Er setzt direkt einen Riesen. Hätte er noch mehr Elixier gespart, dann hätte ich noch einen Pekka gesetzt. Weil Pekka und Riese sind eine sehr gute Mischung. Und die Bogenschützen nochmal hinterher. Und da ist mein Musketier tot. Aber er hat seinen Feuerball verballert. Das ist ziemlich gut. Aber das Problem ist jetzt der Drache. Denn der Drache, der wird mich fast kaputt machen. Aber jetzt habe ich auch genug Elixier, um Pekka und Riese zu kombinieren. Habe ich mich gerade wiederholt? Keine Ahnung. Fünfer hat unser Turm noch sehr wenig Leben, 156. Und da kommt auch der Ritter Level 3 und Pekka Riese ist schon fast tot. Darum muss ich ein bisschen nachsetzen. Hoffentlich wird das noch gut. Aber es sieht gerade sehr gut aus. Auch wenn jetzt unsere Truppen gestorben sind. Sie kommen immer näher. Oh, ich habe noch einen Riesen, hatte ich vorhin gar nicht gesehen in der Aufnahme. Aber als ich dann den Pekka und den Riesen zusammen gesehen habe, das hat mich gefreut. So, aber er hatte dann noch den Drachen, den Mini-Drachen, der mit dem Riesen zusammen, aber trotzdem kein Problem für den King. Und ja, mein Hand hat gerade vibriert und er wollte meinen Turm zerstören. Hat er aber nicht geschafft, aber ein Turm ist kaputt. Ist aber auch egal, weil ich trotzdem gewonnen habe mit Pekka, Riese und Hexe. Ja, natürlich gutes Spiel und nicht schlecht gespielt. Nochmal Daumen hoch dazu gegeben, 5 Münzen und eine Silbertruhe. So, und ab sofort werde ich das auch so machen, dass zweimal normal Clash Royale kommt und dann einmal TV, also gucken. Aber dafür wird dann nochmal an dem Tag um 8 Uhr noch ein Clash Royale Video kommen. Und ja, da ist auch schon direkt die Runde gestartet und ich würde mich auch über ein Like freuen, wenn ihr einen da lasst. Und der Riese ist ziemlich schwer down zu kriegen. Der ist OP, weil er macht ungefähr 100 Schaden, wenn er drauf schlägt. Das demonstriere ich euch jetzt. So, wie man da gerade sieht, verteilt der 100 Schaden, also ein bisschen mehr. Muss ich dann nochmal gleich nachgucken. Aber das ist schon ziemlich heftig. Und dann noch so 2000 Leben. Das ist wirklich hart. Aber trotzdem, hier habe ich dann nochmal gewonnen. Und ich mache es auch immer so. Zwei von drei Spiele
Ist dann immer vorbei mit der Aufnahme. Aber wenn die Aufnahme dann kurz geht, dann mache ich noch ein Spiel. So. Gegner suchen und Kobaltstation. Also, gegen Chinesen, der hat keinen Clan, aber 60 Pokale. Darauf hatte ich nicht geachtet, als ich gegen ihn gekämpft habe. Der hat auch ziemlich gut gespielt, weil er hat gute Truppen gewählt, um gegen mich zu kämpfen. Weil ich habe da direkt mein Elixier verbraucht. Und er hat dann direkt alles gesetzt, was er hat. Und ich musste mit dem Musketier und dem Riesen irgendwie klarkommen. Weil anders geht's nicht. Das tut weh. Ja, da hatte ich dann gewusst, dass ich verloren habe. Aber trotzdem wollte ich dann noch in die Offensive gehen, weil ein Versuch schadet niemals, auch wenn ich trotzdem verloren habe. Und hier, das war dann richtig mies. Mein Turm hatte noch 140 Leben. Doch dann macht er den Abfucker-Move des Jahrhunderts. Passt auf. Genau jetzt. Feuerball. Er hätte das auch anders machen können und einfach die Truppen weiter schicken können, aber trotzdem, das fand ich irgendwie dann nicht so spektakulär. Ja, eigentlich, was ist dann auch mit dieser Folge? Bald wird es auch Pack-Opening von Truhen geben. Ich sage, wir sehen uns beim nächsten Mal, Leute. Haut rein, bis dahin und tschüss.